Triggerwarnung. In diesem Video geht es um rassistische Gewalt und Mord. Und dann ist der Täter reingekommen und hat angefangen, auf uns zu schießen. Die Kugel ist im Rücken stecken geblieben, kurz vor der Wirbelsäule. Die lagen alle auf dem Boden und die haben sich nicht mehr bewegt. Also ich habe dann auch seinen Bruder gesehen. Man kann das nicht so gut beschreiben, aber wenn jemand tot ist, das ist einfach nur noch eine Hülle. Also man sieht richtig, dass in diesem Körper keine Seele mehr ist. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und heute vor einem Jahr, nämlich am 19. Februar 2020, hat Tobias R. in Hanau 9 Menschen mit Migrationshintergrund ermordet. Edris und Peter sind 2 junge Männer, die die Schüsse damals nur knapp überlebt haben. Und deshalb sind sie glücklicherweise heute in der Lage, dass sie mit mir dieses Interview hier führen können und über das Attentat damals berichten können. Mir ist mit diesem Video einfach wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass das niemals in Vergessenheit geraten darf, was dort passiert ist. Und deshalb habe ich auch den allergrößten Respekt vor Edris und Peter, dass sie heute, ein Jahr später, schon bereit dazu sind, über das Geschehene zu sprechen und uns alle aufzuwecken, dass wir alle nicht vergessen dürfen. Und ich würde sagen, wir haben an der Stelle jetzt auch genug geredet. Wir gehen los und treffen Edris und Peter. Hallo, hallo, hallo. Was geht? Alles klar bei euch? Gut, selbst? Soweit. Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die euch noch gar nicht kennen? Ja, also ich bin Peter, ich bin 19 Jahre alt und ich habe den Terroranschlag von Hanau knapp überlebt. Said Edris Hashemi ist mein Name, ich bin 24 Jahre alt und war auch dabei gewesen, wurde schwer verletzt und habe auch meinen kleinen Bruder verloren an dem Tag. Ja, das ist ein wirklich schwieriges Thema, da ist aber auch wichtig, darüber zu reden. Deshalb bin ich unglaublich froh, dass ihr heute hier seid. Das Ganze ist nicht mal ein Jahr her und ihr nehmt euch die Zeit. Und das finde ich großartig. Ihr habt gesagt, ihr wollt heute auch noch mal ein paar Sachen auspacken, die vielleicht bisher noch nicht zur Sprache gekommen sind. Und ich habe natürlich einige Fragen an euch. Aber ganz, ganz wichtig ist in meinen Videos, ihr müsst nichts beantworten, was euch irgendwie zu nahe geht oder worüber ihr nicht sprechen wollt oder sprechen dürft. So soll genauso sein, dass ihr das hinterher auf YouTube seht und happy seid. Ich freue mich aber über eure Antworten, die Zuschauer zu Hause natürlich auch. Und wenn ihr bereit seid, dann fangen wir direkt an. Von mir ist gut. Schon bereit. Ihr müsst euch das selber aufteilen, so wie ihr wollt. Aber erklärt mir doch mal, was war das für eine Grundsituation? Also warum ist das aus eurer Sicht überhaupt dazu gekommen? Wo wart ihr selbst an dem Tag? Also was war das für eine Situation? Wie hat sich das zugespitzt? Wir waren hier im Jutz. Ich war hier unten boxen, im Boxtraining. Ah, das ist euer Jugendzentrum, ne? Genau, wir sind hier im Jugendzentrum. Und unten ist Boxgym, da war ich im Training. Und danach sind wir alle in die Arena-Bar gegangen. Also das ist so unser Chillort, kann man sagen. Wenn das Jutz zumacht, dann gehen wir alle in die Arena-Bar. Das ist so eine Shisha-Bar und da kann man Leute treffen. Ja, ist so eine Bar, da gibt es halt auch einen Kiosk. Kann man chillen, gibt es Fernseher, man kann Fußball gucken etc. etc. Okay. Und du warst auch da? Genau, ich war auch da gewesen. Ich war an dem Tag ganz normal arbeiten, bin von der Arbeit zurück, war mit meinem Bruder noch in Frankfurt gewesen. Wir hatten sogar noch einen Tattoo-Termin gehabt. Wir haben uns ein Tattoo stechen lassen und sind dann abends nach Hause, haben was gegessen und sind dann in die Arena-Bar gegangen. Ich versuche das gerade so zu übertragen und das könnt ihr zu Hause, denke ich, auch mal für euch überlegen. Das war einfach so der Ort, wo die eigene Freundesgruppe immer unterwegs war. Also wenn ihr da so einen festen Tag oder vielleicht sogar jeden Abend dort gehangen habt, dann kann ich das selber sehr gut nachvollziehen, weil ihr seid in meinem Alter so, das ist völlig logisch. Und dann muss es ja eine Sekunde gegeben haben, wo sich das Leben sofort auf den Kopf gestellt hat. Ja, genau. Die Sekunde gab es. Das war. Genau. Es war ja an dem Abend so gewesen, dass wir Essen bestellt haben. Also einige haben Essen bestellt gehabt. Das Essen wurde geliefert. Wir haben uns dann an einem Tischkreis gesetzt. Die bestellt haben, haben was gegessen und die anderen haben sich einfach dazugesetzt. Wir haben gequatscht ganz normal. Und dann hat man schon die ersten Schüsse draußen gehört. Also lautes Knallen. Dann weiß ich noch, habe ich zu den Jungs geguckt, habe ich gesagt, dass es sich nicht gut anhört, weil wir haben Februar, Silvester ist vorbei, die lauten Knalle konnten wir uns in dem Moment nicht erklären. In dem Moment bin ich dann aufgestanden, Richtung Ausgang gelaufen, also in die Richtung und dann kam der Täter schon rein und hatte die Waffe in der Hand gehabt. Ist dann zuerst in den Kiosk reingerannt und
hat da angefangen zu schießen und in dem Moment hat es dann jeder gecheckt, dass geschossen wird. Und es war die Sekunde, wo sich alles geändert hat. Also ihr habt die Schüsse draußen gehört, aber habt ihr vorher schon mal Schüsse hier im Alltag irgendwie mitbekommen oder irgendwie sowas? Dass ihr in Silvester schießt mal jemand mit einer Schreckschusspistole oder so, aber mit einer echten Waffe. Nicht mitten im Februar, da denken wir nicht. Im Februar ist recht nicht, ne. Und dann wolltest du nachgucken, so was geht da draußen? Genau, also ich bin aufgestanden, wollte Richtung Ausgang laufen und wollte eigentlich draußen gucken, ob alles in Ordnung ist. Aber dann, während ich zum Ausgang gelaufen bin, habe ich schon gesehen, wie der Täter reinkam und die Waffe in der Hand hatte. Und er ist dann erstmal in den Kiosk rein, nebendran, hat da geschossen. Und da habe ich mich umgedreht zu den Jungs und da hat schon hat es jeder mitbekommen und geschrien, dass er schießt. Und dann sind wir halt alle nach hinten gerannt in die Bar, um irgendwo Schutz zu suchen. Und dann ist der Täter reingekommen und hat angefangen, auf uns zu schießen. Ich habe tatsächlich gedacht gehabt, erstmal, als wir Schutz gesucht haben hinten an der Bar, wir waren hinter so eine Säule gewesen. Ich stand als erstes hinter dieser Säule und alle anderen waren hinter mir gewesen. Und dann ist er gekommen und hat halt angefangen zu schießen. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ich werde nicht getroffen oder irgendetwas stimmt hier gerade nicht. Ich habe kurz gedacht, dass er vielleicht doch nur einen Schreckschuss hat oder dass es keine richtige Waffe ist. Da habe ich einmal um die Säule rumgeguckt, habe ich ihn gesehen, da habe ich noch gesehen, dass seine Waffe hatte sogar noch ein verlängertes Magazin gehabt. Also das hat er geschossen gehabt auf die Säule und in dem Moment habe ich gesehen, wo er die Säule getroffen hat, dass da ein Stück Wand weggefallen ist. Und in dem Moment habe ich gecheckt, dass es eine echte Waffe ist. Wirklich unvorstellbar. Wo hast du dich zu dem Zeitpunkt aufgehalten? Also wir waren ja alle zusammen. Man kann sich das so vorstellen, wir waren wie in so einer Polonaise. Ja, wie beim Fasching immer so hintereinander. Und haben uns da hinter dieser Säule versteckt. Soweit wie es ging halt. Dann ist er immer näher gekommen. Auch so, dass uns die Säule keinen Schutz mehr bietet. Hat auf uns geschossen. Wir sind alle hinterm Tresen gesprungen. Und dann irgendwann war es einfach ganz leise. Da war die Pistole leer. Er ist auch direkt rausgerannt und das war erstmal so ein Moment, wo man sich gedacht hat, was ist hier passiert? Also ich wurde ja nicht getroffen. Ich war der Einzige in diesem kompletten Raum, der nicht getroffen wurde. Und das hat auch, also das war sehr viel Glück. Das war wirklich nur Millimeter. Und dann habe ich nach den anderen gefragt, wie geht's euch? Idris hat seinen Hals gehalten. Und wurde ja an den Hals getroffen, hat gesagt, ich wurde getroffen. Der Momo hat gesagt, ihm wird's gut gehen, aber auch er wurde getroffen. Er wurde in die Schulter getroffen und die Kugel ist im Rücken stecken geblieben, kurz vor der Wirbelsäule. Dann bin ich reflexartig, bin ich den Täter hinterher rausgerannt. Also er ist ja raus, ich habe gefragt, wie es den Leuten geht und ich bin dann auch rausgerannt. Und habe dann gesehen, wie er weggefahren ist mit quietschenden Reifen. Sein Fahrzeug. Ich habe dann direkt die Polizei angerufen, habe denen das Kennzeichen gegeben, das korrekte Kennzeichen. Aber die haben mich dann gefragt, wie heißt du, wo bist du, dies, das. Ich habe denen gesagt, wo ich bin und habe dann aber auch wieder aufgelegt, weil dann so sinnlose, meines Erachtens sinnlose Fragen kamen, zumindest in der Situation. Und dann bin ich wieder rein in die Bar, um zu gucken, dass da jetzt nicht mehr passiert. Wir wussten ja nicht, kommt er nochmal. Geht der, lädt er nach und kommt wieder oder wir wussten ja auch nicht, was das war. Wir wussten nicht, dass es rassistisch motiviert war. Wir haben vielleicht gedacht, dass es, keine Ahnung, ein Anschlag gezielt auf uns war oder auf den Besitzer der Bar. Wir haben auch nichts davon gewusst, dass 5 Minuten vorher in der Innenstadt auch schon geschossen wurde. Das heißt, er hat so eine ganze Route gehabt, die er abgefahren ist. Ja. Da sind ja auch schon andere Leute umgekommen und ihr wart eine der letzten Stationen. Ja. Du hast dann die Antwort gehört von 2 Leuten und die anderen haben aber nicht mehr geantwortet. Der Rest war leider nicht mehr in der Lage zu antworten. Das war halt in dem Moment so gewesen, dass als wir alle hinter die Theke gesprungen sind, beziehungsweise auch gefallen sind, weil da gab es, als die Ersten getroffen wurden, sind wir dann hinter die Theke gefallen. So. Und ich weiß noch, als es dann leise wurde und nichts mehr kam, ich war unter der Theke, ich bin da drunter gekrochen, habe ich irgendwann mein Handy rausgeholt gehabt, habe 110 gewählt, da bin ich halt nicht durchgekommen, habe ein zweites Mal versucht, da anzurufen, bin da auch nicht durchgekommen. Beim dritten Mal habe ich dann 112 gewählt,
da ist dann jemand rangegangen und in dem Moment habe ich dann gesagt, dass geschossen wurde hier im Gottschumacher Platz 10 in Hanau, Kesselstadt, es gibt Tote und Verletzte. Und als ich das gesagt habe, habe ich schon gemerkt, dass ich genuschelt habe, dass meine Zunge nicht mehr richtig funktioniert hat. Und dann habe ich mein Handy halt aus dem Ohr genommen und habe gesehen, dass mein Handy voller Blut war. Habe ich es zur Seite geschmissen gehabt und der Momo lag dann neben mir. Und der hat auch versucht gehabt, währenddessen die Polizei anzurufen. Dann bin ich zu ihm gegangen, da habe ich ihn auch gefragt gehabt, ob er getroffen wurde. Und er hat mir gesagt gehabt, ja, der wurde an der Schulter getroffen. Und da habe ich den angeguckt gehabt und habe den gesagt, Momo, wurde ich getroffen? Guck mich an und sag mir, ob ich getroffen wurde. Und der hat dann in dem Moment gesagt, dass mein Hals blutet. Und dann habe ich mir an den Hals gegriffen gehabt und habe gesehen, dass alles voller Blut war. Dann habe ich hinter der Theke einen Pulli gefunden gehabt. Das habe ich dann rausgenommen, das habe ich mir auf den Hals drauf gedrückt und der Momo hat es dann draufgehalten halt die ganze Zeit, bis Hilfe kommt halt. Und dann weiß ich noch, sind wir dann irgendwann mal aufgestanden. Also der Peter kam dann hinter die Theke und dann sind wir irgendwann mal auch in den Kiosk gerannt, um zu schauen, ob man da vielleicht jemand helfen kann, aber da kam auch schon jede Hilfe zu spät. Dann bin ich irgendwann mal vor die Bar und habe dann dort Willis Auto gesehen. Also ich habe ein Auto gesehen auf dem Parkplatz, wo Scherben auf dem Boden lagen. Da bin ich zu Willis Auto gerannt. Also in dem Moment kannte ich Willi nicht. Ich wusste nicht, wer das ist. Ich konnte mir nur denken, dass das die ersten Schüsse waren, die ich gehört habe. Dann bin ich halt zum Auto gerannt und habe reingeschaut und der Willi hat auch schon einen Kopfschuss bekommen. Da kam auch jede Hilfe zu spät. Und dann kam auch schon die erste Polizeistreife. Die ist dann in die falsche Straße abgebogen. Dann haben wir mit dem Handylicht versucht, denen zu zeigen, dass wir hier sind. Und dann sind die umgedreht, sind die auf den Parkplatz gekommen und dann habe ich mich hinter Willis Auto angelehnt und habe dort gewartet, bis Hilfe kommt. Boah, das ist wie im Film, was ihr da beschreibt. Das ist ein richtig, richtig schrecklicher Film. Das hier ist der Ort, da ist die Arena Bar, wo alles passiert ist. Hier stand Willi mit seinem Auto, deswegen haben die auch hier ein Denkmal, ein Kreuz gemacht für ihn. Auch dieses Kreuz wurde errichtet im Namen von Jesus Christus für den Helden, weil er, wie gesagt, den Peter vom Heumarkt bis hierher verfolgt hatte. Um ihn zu stoppen. Um ihn zu stoppen, ja. Das hat ihm sein Leben gekostet. Habt ihr ihn persönlich kennengelernt? Leider nicht. Okay, das heißt, hier gibt es das Kreuz für Willi. Genau. Das ist auch noch ein Foto von ihm, glaube ich. Genau, das ist auch. Genau, und gleich nebendran haben die dann die Denkmäler gemacht für alle. Was bedeutet eigentlich das, dass die hier so ein Denkmal dafür gemacht haben? Ich meine, ihr wohnt ja auch direkt hier um die Ecke. Das war mal das Mindeste, was sie machen konnten. Ich finde, ehrlich gesagt, dass sie sogar was, meine persönliche Meinung ist, dass was Größeres sogar hier hin sollte. Uns geht es halt auch darum, dass erinnert wird, dass was hier passiert ist, was für ein grausamer Akt es war, was für ein grausamer Abend es war. Und dass es den Leuten in Erinnerung bleibt, dass Rassismus Menschenleben auch kostet. Und dass sowas nie wieder in Vergessenheit gerät. Das da vorne ist die Arena Bar, von der ihr die ganze Zeit gesprochen habt. Wollen wir da auch einmal kurz rüber gehen? Ja. Hier war der Eingang? Genau. Das ist der Eingang. Das Kiosk und die Bars drin. Achso, das hier ist jetzt der das Kiosk. Was macht das mit euch, hier an dem Ort, an diesen Ort zurückzukommen? Mittlerweile geht es. Also ich laufe hier, wie gesagt, jeden Tag vorbei. Wenn ich von zu Hause rausgehe und irgendwo hin muss, muss ich hier vorbeilaufen. Aber es gibt halt Situationen, wo es dann halt Flashbacks gibt, wo man wieder zurückfällt in die Situation, wie das passiert ist, was da war. Kann ich nur bestätigen. Aber wie gesagt, das ist so ein gezwungener Anblick eigentlich, die Bar. Das ist alles hier, das ganze Leben, was sich in Kesselstadt abspielt, spielt sich hier am Kurt-Schumacher-Platz ab. Deswegen ist es so
ja, schon ein bisschen lockerer geworden, aber natürlich, wenn man hier vor Ort ist und drüber redet, ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl, wie wenn man im Jutz zum Beispiel darüber redet. Mir fehlen da auch gerade echt die Worte. Also ich, dass ihr beschreibt das sehr trocken, so. Ich frage mich die ganze Zeit, okay, wie wenn das eure Leute sind, vielleicht sogar dein Bruder, woher wisst ihr dann in dem Moment schon, ihr sagt das so, dann ist jede Hilfe zu spät, aber das waren dann Kopfschüsse, die letztendlich also, eindeutig waren. Also ich bin ja erstmal rausgerannt, als ich wieder reingerannt bin, habe ich in den Kiosk geblickt. Die lagen alle auf dem Boden und die haben sich nicht mehr bewegt. Also und dann bin ich zu uns in die Bar und ich hab dann auch seinen Bruder gesehen. Und ich meine, wenn man kann das nicht so gut beschreiben, aber wenn jemand tot ist, das ist einfach nur noch eine Hülle. Also man sieht richtig, dass in diesem Körper keine Seele mehr ist. Man sieht das schon, dass diese Person, dass das Leben aus dieser Person gewichen ist. Dann habe ich gesagt, ich habe auch noch versucht, ihn zu wecken. Ich habe ihn gerüttelt, ich habe ihn ins Gesicht gefasst, mit ihm gesprochen, aber es kam keine Antwort. Und wie gesagt, dann ist auch Momo und Etris hinter der Theke aufgestanden. Die haben das dann auch gesehen. Und es war eigentlich relativ schnell klar, dass dann nichts mehr zu tun ist. Ich meine, wo wir auch hinter der Theke lagen, also wo der Momo noch, wo ich mit ihm gesprochen habe, ob er getroffen wurde oder nicht, in dem Moment hat man auch von einigen die letzten Atemzüge gehört. Also man konnte hören, wie die versucht haben, noch zu atmen, aber es nicht hinbekommen haben. Also man konnte sehen, dass man dort niemandem helfen konnte mehr. Wie lang ging das Ganze? Weil wir haben jetzt darüber schon eine lange Zeit gesprochen, aber alles, so bis die quietschenden Reifen gekommen sind und der Täter weg war. Es ist schwierig zu sagen in so einem Moment. Ich meine, in so einem Moment kommen jemanden Sekunden wie Minuten vor und Minuten wie Stunden. Ja. Das kann man nicht genau sagen. Ich glaube, es hat auch keiner wirklich auf die Uhr geschaut, wie lange offiziell, das gedauert hat. Offiziell waren es, glaube ich, vom Heumarkt, also von der Innenstadt, der erste Schuss bis bei uns der letzte Schuss, hat das Ganze mit der Fahrt nach Kesselstadt, ich glaube, 5 Minuten und 6 Sekunden oder sowas gedauert. Dann war er ja nur ein paar Sekunden bei euch letztendlich drin. Das ging relativ schnell. Der war hier in Kesselstadt in der Arena Bar, war der keine ganze Minute drin gewesen. Ich meine, der hat auch ein verlängertes Magazin gehabt. Der musste nicht nachladen oder so. Der ist rein, hat sein Magazin entleert und ist wieder raus. Also ich muss ehrlich sagen, ich ziehe den Hut davor, wie ihr das gerade rekonstruiert. Ich merke auch, das fällt euch bei weitem nicht leicht. Ich finde es unvorstellbar eigentlich gerade, dass ihr das überhaupt so wiedergebt. Was macht das mit euch? Also auch wenn ihr jetzt heute daran zurückdenkt, ist das schon sowas, wo ihr durch Psychologen oder so das Ganze verarbeiten konntet und das jetzt so ganz nüchtern seht? Oder bewegt euch das nach wie vor? Also was mir sehr geholfen hat, ist auch mein Glaube, weil ich denke nicht, dass bei mir ist es zumindest so, dass ein Psychologe dir solche Geschehnisse irgendwie aus deinem Kopf holen kann. Das ist nicht möglich, das kann niemand. Und nachvollziehen kann das erst recht nicht. Deswegen ist es, denke ich, so eine Sache, was du selber verarbeiten musst, wo du selber zusehen musst, wie du damit jetzt umgehst. Wie geht's dir damit? In dem Moment wussten wir nicht, wieso das passiert ist oder weshalb. Und mit diesem Gedanken war ich dann auch erstmal tagelang gewesen im Krankenhaus, dass ich nicht wusste, was Sache ist. Es war ja so gewesen, dass ich dann hier ins Klinikum gefahren wurde in Hanau. Und die haben mich dann dort schlafen geschickt. Also ich war beim Bewusstsein gewesen, bis ich im Krankenhaus ankam. Und dann haben die mich schlafen geschickt. Und ich bin dann 2 Tage später in Frankfurt in der Uniklinik aufgewacht. Wusstest du, als du aus dem Koma aufgewacht bist, was da abgegangen ist? Ich wusste, was abgegangen ist, ja. Die Ärzte und meine Eltern wussten aber nicht, ob ich bei Bewusstsein war und ob ich alles miterlebt habe. Und dementsprechend haben die mich dann auch behandelt gehabt. Die haben, ich weiß noch genau, als ich aufgewacht bin, da waren meine Eltern da gewesen und die Ärzte und
Ich wollte was sagen, aber habe dann in dem Moment gemerkt, dass ich nicht mehr sprechen kann. Da haben die mir ein Klemmbrett mit einem Stift gegeben. Und das Erste, was ich draufgeschrieben hatte, war auch der Name von meinem Bruder. Und in dem Moment haben die meine Eltern und die Ärzte gesagt, dass sein Zustand zwar sehr kritisch ist, aber er auch hier im Krankenhaus liegt, auf der Intensivstation. Er war noch am Leben zu dem Zeitpunkt? Nein. Das haben die mir aber so gesagt, weil die Ärzte das denen so geraten haben, weil die ja nicht wussten, was ich erlebt habe. Und in dem Zustand wollten die mir halt anscheinend nicht noch mehr Stress oder so geben. Und dann haben die das halt gesagt gehabt und in dem Moment habe ich dann gedacht, okay, vielleicht habe ich das ja falsch gesehen gehabt an dem Tag. Klar. Habe ich mir gedacht gehabt und das habe ich dann auch so erstmal akzeptiert und abends dann weiß ich noch ganz genau, in meinem Bett, da gibt es ja diese Fernbedienung, womit man nach oben und unten und das lenken kann, alles. Und da war auch ein Radio drin gewesen, habe ich dann irgendwann mal rausgefunden. Und da waren zwei Sender gewesen, der eine hat nicht funktioniert und der zweite hat funktioniert gehabt. Und in dem Moment, wo ich das eingeschaltet habe, hat auch gerade der Bundespräsident gesprochen, der Steinmeier. Und da hat er nochmal die Namen aufgezählt von den Opfern. Und da habe ich dann realisiert gehabt, dass das doch so war, wie ich das gesehen habe. Ja, es war wahrscheinlich nicht böse gemeint, im Gegenteil, vielleicht um dir Kraft zu geben in dem Moment oder nicht noch mehr Kraft zu nehmen, aber ja, das ist dann natürlich eine absolute Achterbahnfahrt. Aber okay, dann lasst uns hier einmal kurz einen Punkt machen, inhaltlich. Geht's euch gut soweit? Ja, soweit. Ja, ich versuche das natürlich jetzt, wo du von deinem Bruder erzählst, auch auf meinen Bruder zu übertragen. Also ich könnte nicht ohne ihn. So, das ist, wenn du mich jetzt heute fragst, ist das so mein, wäre das mein erster Gedanke. So, das ist unmöglich für mich. Wie kommt man mit solchen Emotionen in dem Moment zurecht? Nächste Frage. Okay. Dann würde es mich interessieren, wie habt ihr selber, nachdem der Täter abgehauen ist, diesen Weg, da ist ja auch noch sehr viel Zeit, sehr viel passiert, nehme ich an. Also du bist ja nicht aus der Bar raus und direkt im Krankenwagen gelegen, sondern da ist viel Zeit verstrichen. Also was ist da genau passiert? Also das war so, die Polizei war dann irgendwann vor Ort. Ich bin dann auch zu einer Polizeistreife gerannt, habe denen gesagt, was passiert ist. Wo hast du blutend die Zeit verbracht? Also zuerst mal lag ich ja hinter der Theke und als ich dann aufgestanden bin und rausgekommen bin, bin ich ja zu Willi sein Auto gerannt und hinter seinem Auto habe ich mich dann auf dem Parkplatz angelehnt. Und da war ich dann. Wie glaubt ihr, wird sich das in Zukunft für euch entwickeln? Also glaubt ihr, ihr könnt hier eure Zukunft, eure Familie vielleicht irgendwann mal gründen und denen dann erzählen, okay, das war hier, das war damals hier? Oder denkt ihr, ihr müsst irgendwann vielleicht auch einfach mal weg von diesem Ort? Also ich sage ganz ehrlich, für mich persönlich kommt Wegziehen von Hanau generell nicht in Frage. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich kenne hier jeden. Für mich gibt es keinen Grund, hier wegzuziehen. Also auch, ich würde mir denken, wenn ich hier wegziehe, dann hat der Jan das geschafft, was er wollte. Deswegen wäre das für mich keine Option. Und andere Familien könnte ich natürlich verstehen, die ihre Kinder verloren haben, dass sie diesen Anblick hier nicht mehr ertragen. Aber für mich persönlich ist es keine Option, hier wegzuziehen. Was passiert, das ist jetzt ein Teil von unserem Leben. Ja. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Dann irgendwann kam Polizei und Krankenwagen. Das war eine Polizistin, die ist dann auch in die Bar reingegangen und hat dann erste Hilfe geleistet. Dann kamen noch andere Polizisten, die sind reingegangen, die haben das gesehen, die sind wieder raus und mussten kotzen. Also das waren, da drin lagen sechs Leichen lagen da drin. Und ich meine, Polizist hin und her, ich verstehe das, wenn er dann kotzen muss. Es war ja so gewesen, als ich halt dort auf dem Parkplatz hinter Willis Auto war, als die Polizeistreife kam, dann da habe ich die gesehen gehabt, die standen vor mir und die waren nervös gewesen. Die haben gezittert gehabt vor mir und ich habe die dann beruhigt gehabt. Ich habe denen gesagt, kommt runter, alles wird gut. Es ist wichtig, dass ihr die Wunde zuhält, weil in dem Moment habe ich das selber dann zugehalten gehabt, als ich draußen lag. Ich habe gesagt, es ist wichtig, dass ihr die Wunde zuhält. Ich erzähle euch, was passiert ist. Und dem einen Polizisten habe ich das dann erklärt gehabt. Der hat dann die Wunde auch zugehalten.
der hat auch mal drauf geschaut gehabt und hat seine eigene Diagnose gestellt. Der hat dann gesagt, das sieht wie ein Schleifschuss aus. In dem Moment habe ich das auch geglaubt gehabt, dass es ein Schleifschuss ist. Da dachte ich mir, okay, vielleicht ist es doch nicht so schlimm, wie ich jetzt denke. Aber trotzdem konnte ich mir nicht erklären, warum ich genuschelt habe in dem Moment. Und ich weiß noch, als ich dem Polizisten dann erzählt habe, wie es ungefähr passiert ist, dass ein Typ gekommen ist, geschossen hat, hat mich noch der andere Polizist währenddessen nach meinem Ausweis gefragt. Ich weiß nicht, warum das wichtig war, aber ich habe unter diesem Adrenalin habe ich den sogar dann noch meinen Ausweis rausgeholt und gegeben. Uns fehlt nicht an Empathie. Ich meine, das ist eine Ausnahmesituation. Die haben sowas auch noch nie vorher im Leben erlebt gehabt. Aber man sollte schon irgendwo erwarten, dass ich meine, das sind Polizisten und Rettungskräfte, die dafür sorgen, wenn etwas passiert, dass die dementsprechend auch handeln und dich auch dementsprechend versorgen, erste Hilfe leisten. Und irgendwann mal sind dann, wie gesagt, die Sanitäter gekommen. Ich weiß noch, die sind erstmal zu Willis Auto. Ich war ja hinter seinem Auto angelehnt gewesen. Die sind zu Willi sein Auto, haben reingeschaut, haben gesehen, dass er einen Kopfschuss hatte. Der hat noch Puls gehabt, aber die Sanitäter haben gesagt, totes Gehirn, direkt weiter zum nächsten. Aber wenn er noch Puls hat, ist er dann nicht irgendwie noch... Aber, also in so einem Moment, glaube ich, geht es auch darum, erstmal denen zu helfen, die es am, wo es am wahrscheinlichsten ist, dass sie noch überleben können oder dass es weitergeht. Also wie dieses Prinzip genau läuft, weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie gesagt haben, totes Gehirn und weiter geht's. Und dann sind die zu mir. Dann haben die sich, haben die bei mir alles versucht aufzuschneiden und mich dort auszuziehen. Und dann haben die halt im Halsbereich geschaut gehabt. Und ich weiß noch genau, wie die eine Ärztin gesagt hat, Einschusswunde Hals, keine Austrittswunde. Das heißt, die Kugel ist noch im Hals drin. Und dann weiß ich noch, wie die sich gegenseitig angeguckt haben, ob das hier auch noch was bringt. Und ich weiß noch, zwei, drei Stück sind dann aufgestanden und direkt weiter und zwei Stück sind da geblieben. Die haben gesagt, dass er noch bei Bewusstsein ist und wir hier bleiben. Und die sind dann da geblieben und die anderen sind dann weg. Du hast doch noch geredet. Ja. Okay, also ich will mir das gar nicht anmaßen, weil ich bin da kein Profi auf dem Gebiet. Ich war auch noch nie irgendwie Krankenhelfer in so einer Ausnahmesituation. Trotzdem sind ja zwei Leute da geblieben und die haben dich versorgt. Ja. Okay. Genau. Ich erinnere mich an ein Detail, das hast du anfangs erzählt. Du hast mit Momo war das am Boden, ne? Ihr habt über eure Wunden gesprochen und du hattest aber vorher schon versucht anzurufen bei der Polizei und Momo ebenso. Und ihr seid beide nicht durchgekommen. Beim Notdienst, also beim Krankenwagen, da seid ihr durchgekommen. Aber waren das zu viele Anrufe zu der Zeit oder warum ist keiner drangegangen? Das konnte ich mir in diesem Moment nicht erklären. Ich habe beim ersten Mal habe ich gedacht, dass ich vielleicht die Nummer falsch gewählt habe, weil ich nicht durchgekommen bin. Dann habe ich es ein zweites Mal versucht und da bin ich wieder nicht durchgekommen. Es ist ja jetzt öffentlich geworden, dass anscheinend der Polizeinotruf in diesem Amt nicht richtig funktioniert hat, beziehungsweise dass es unterbesetzt war, dass da keine Weiterleitung da war. Und normalerweise, wenn so viele Notrufe aufkommen und man vielleicht wirklich nicht bei dem Präsidium durchkommt, dann müsste man mit einem anderen Polizei, mit einer anderen Polizeistation verbunden werden. In der Nachbarstadt zum Beispiel. Genau. Also ich habe selber dazu auch einige Berichte mitbekommen. Ich glaube, es spitzt sich zu in so eine Richtung, dass die Technik überhaupt nicht bereit war, um mehrere Anrufe im Falle eines großen Unglücks irgendwie anzunehmen. Und wenn du das beschreibst, dann würde ich da gerne noch hinzufügen, es gibt eine gewisse Zeitspanne, in der all diese verschiedenen Stationen, und heute haben wir über euer Erlebnis gesprochen an der Arena-Bar, aber die ganzen Stationen vorher, die abgeklappert wurden vom Täter, da sind überall mit Sicherheit schon Leute gewesen, die nicht angeschossen oder erschossen wurden und das Ganze mitbekommen haben und direkt zum Hörer gegriffen haben, was auch genau richtig ist. Im Nachhinein nicht festzustellen, wie viele das wohl gewesen sein müssen, aber Fakt ist, dass es in Deutschland, in solchen Städten mit so vielen Einwohnern, in der Regel nur wenige Minuten dauert, bis eine Streife in der Regel dann an so einem zentralen Ort wie der Arena-Bar vorfahren kann oder eine Verfolgungsjagd aufnehmen kann, wenn
jemand genau sagen kann, hey, der Täter fährt gerade vor mir im Auto auf dieser und dieser Straße. Also ich glaube, da wäre sehr viel möglich gewesen. Und dadurch, dass ihr auch eine der letzten Stationen wart, ich bin ehrlich, also mich lässt das Gefühl halt nicht los, dass wenn man einige Minuten früher schon einen guten Kontakt hätte herstellen können, dass ihr vielleicht, ihr hättet euch irgendwann gewundert vielleicht, dass hier so viel Polizei unterwegs ist, aber im Idealfall hättet ihr gar nichts mehr davon mitbekommen. Und ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, dass die Jungs hier an der Stelle die Möglichkeit haben, uns das so zu berichten. Wichtig ist auch noch zu sagen, ihr kritisiert damit wahrscheinlich im letzten Punkt überhaupt die Leute, die vor Ort waren, weil die waren alle unter Schock. Euch geht es eher darum, die Menschen, die das organisieren, die das irgendwo zu verantworten haben, anzusprechen, richtig? Uns geht es hauptsächlich auch darum, das, was da passiert ist, das können wir nicht mehr ändern. Aber wir können die Zukunft verändern und dafür sorgen, dass diese Fehler, die passiert sind, nicht mehr in Zukunft passieren. Der Notruf ist zum Beispiel bis heute, ist dieses Problem nicht behoben worden. Wenn das heute in Hanau wieder passieren würde, dann würden wieder etliche Leute nicht die Polizei rufen können. Es ist ja praktisch schon eine Einladung für irgendwen, der diese Lücke kennt. Also es ist gruselig. Ich sag's euch ehrlich, das ist sehr, sehr, sehr beängstigend. Die Vorstellung, wenn du sagst, passiert das morgen wieder? Die Polizei, die hat nicht mal die Möglichkeit, alle Kräfte zusammenzutrommeln, weil die Anrufe kommen nicht an. Nach all dem, was passiert ist, was glaubt ihr, warum hat der Mann das gemacht? Warum hat der Täter sich auf den Weg gemacht und so viele Menschen umgebracht? Eine Woche vorher war der schon mal bei der Arena Bar gewesen auf dem Parkplatz und hat sich die Bar eine Stunde lang angeguckt. Wir haben uns nichts dabei gedacht. Wegen jemand halt, ne? Und dann hat sich das später so rauskristallisiert, dass dieser Mann ein Rassist war. Ich meine, wir haben tagelang, wochenlang mit Gedanken gespielt, was war das? Kam der von der Mafia oder kam der von, hat er es auf uns abgesehen oder hat der Besitzer der Bar nicht seine Schulden gezahlt oder was weiß ich? Aber das hat sich dann so rauskristallisiert, dass es ein 43-jähriger Mann war, der unmittelbar hier in unserer Nachbarschaft wohnt und ein Rassist ist. Unglaublich. Also ein rassistisch motivierter Terroranschlag. Mir ist auch wichtig, das an der Stelle auch nochmal so zu benennen, weil das passiert oft bei solchen Geschichten, dass es dann ja halt ein verwirrter oder verrückter Mann war. Nee, aber wir müssen auch ganz klar festhalten, das ist Terror. Das ist rassistisch motivierter Terror in unserem eigenen Land. Und wir halten so vieles auf unsere Fahnen. Wir sagen, wir haben die stärkste Demokratie der Welt und wir haben so viele tolle Dinge, die in unserem Grundgesetz festgehalten sind. Und dann müssen wir aber auch bei solchen Geschichten ganz klar sagen, wir grenzen uns davon ab. Wir müssen das auch abseits vom Internet tun. Also ich finde es super, dass dort so viel Aufmerksamkeit dem ganzen Thema geschenkt wurde. Da hat auch jeder einen Anteil. Und es muss dann aber auch was in Realität passieren. Anteil nehmen ist die eine Sache, aber euch zu unterstützen bei eurem Kampf, den ihr eigentlich gar nicht führen müsstet. So, das ist eigentlich, wie ihr sagt, es ist nicht euer Job, jetzt das Ganze aufzuklären und da Druck zu machen. Da sind eigentlich ganz andere Menschen gefragt. Und wir können euch aber alle dabei unterstützen. Das ist, glaube ich, das Beste, was man euch tun kann, oder? Ja. Ja. Okay, Jungs, jetzt würde mich abschließend natürlich noch interessieren, was würdet ihr euch von uns als Gesellschaft und Zuschauern da draußen natürlich auch wünschen? Was können wir verändern? Wie können wir euch vielleicht unterstützen? Also wir haben sehr, sehr viel Solidarität bekommen in den letzten 12 Monaten. Also sehr viele Leute haben sich eingesetzt auch und versuchen, die Erinnerung auch aufrecht zu erhalten. Wir versuchen jetzt schon seit 12 Monaten, das auch teilweise öffentlich zu machen und auf die Fehler hinzudeuten. Und auch wir sind selber in die Rolle von den Ermittlern gekommen auch und versuchen da wirklich was zu verändern in der Zukunft, dass so etwas nicht mehr passiert. Und wir würden uns extrem freuen, wenn wir auch die Mitte der Gesellschaft, die breite Masse dazu kriegen, unseren Kampf auch zu unterstützen, dass so etwas nie wieder mehr passiert. Wenn ihr Interesse daran habt, uns zu helfen bei unserem Kampf, dann
kann ich an jeden Einzelnen appellieren, dass fangt an, Rassismus zu benennen, Rassisten zu deuten, also zu sagen, hier, der ist Rassist, der äußert sich so und so, und nicht mehr wegschauen. Weil weggeschaut wurde lange genug und jetzt ist Zeit, was zu machen. Das, was die Jungs gerade gesagt haben, kann ich nur unterstützen. Lasst uns, und damit sind wir alle gemeint, lasst uns nie wieder wegschauen. Wenn wir auch nur das kleinste Anzeichen irgendwie, nur so ein Bauchgefühl haben, dann reicht das teilweise schon aus. Lasst uns zusammen da jedes Signal deuten und auch laut werden. Weil wenn wir auch sowas, so ein Video wie dieses heute, wenn wir das nicht verbreiten und uns denken, ja, okay, das ist vielleicht ein kleines Problem, aber ich kann da nicht so viel dran ändern, das stimmt nicht. Darauf aufmerksam machen ist der erste Schritt und alles andere danach fällt viel leichter. Wenn die Aufmerksamkeit da ist, haben es die Jungs viel leichter, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und da sind wir alle gefragt, also lasst uns die Jungs unterstützen, lasst uns auch die Familien, die beiden sind ja jetzt gerade nur repräsentativ, lasst uns die Familien unterstützen, damit die auch früher oder später ihren Frieden wiederfinden. Und ich danke euch aber trotzdem jetzt an der Stelle zuerst mal, dass ihr euch diesem Thema gewidmet habt. Das Ganze ist jetzt 12 Monate her und wir dürfen nicht vergessen, dafür haben wir uns heute getroffen. Danke an euch Jungs und gerne. Danke an auch an euch zu Hause, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ja, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ja, Freunde, unfassbar. So etwas darf sich einfach nicht wiederholen. Vielen, vielen Dank und großen Respekt an Idris und Peter für die Stärke, über dieses Thema hier zu sprechen. Teilt dieses Video mit euren Freunden auf WhatsApp, auf Instagram oder sonst wo und lasst uns gemeinsam mit dem Hashtag SayTheirNames dafür sorgen, dass die Opfer von Hanau nie wieder vergessen werden. Ich bin wirklich stolz, mit euch als Community auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen zu können. Und neben uns hat auch der Kanal TrueDoku in Hanau ein Video gedreht. Und ihr findet in der Videobeschreibung auch noch viel mehr Videos zu diesem Thema. Das war's von mir, Freunde. Ciao und bis nächsten Sonntag. Euer Leroy.